Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du da bist. Wir starten heute in Part 3 des Sims 4 Let's Plays gestrandet. Bevor wir anfangen, möchte ich mich als allererstes mal für eure lieben Kommentare bedanken. Und natürlich auch danke für die Daumen nach oben. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe jedes durchgelesen. Von diesen tollen Ideen, die ihr habt, gibt es 3 Stück, die ich euch vorlesen möchte. Als erstes von der lieben Selina. Sie schreibt, bin gespannt, wie es weitergeht. Zu Isabella hätte ich eine Idee. Sie könnte den Babysitter-Job annehmen und man kann ja so tun, dass sie keine Kinder, sondern Tiere sittet. Das Geld kann sie ja sparen für eine eigene Tierklinik. Da man ja aber, glaube ich, nur am Wochenende arbeiten muss und es somit dauern kann, bis sie das Geld zusammen hat, kann sie ja auch was anderes arbeiten und oder Dinge sammeln. Und vielleicht möchten Jay und Katharina sie ja dabei unterstützen. Dann gibt's noch eine super Idee wegen dem Müllproblem von der lieben Jola, Johanna, Ninon, Fritz. Und sie schreibt, vielen Dank für das Video. Die Idee mit dem Müll finde ich lustig. Du könntest vielleicht immer etwas ausräumen, wenn jemand ein bestimmtes Fähigkeitslevel erreicht. Zum Beispiel Stufe 5 der Angelfähigkeit und dann wieder bei Stufe 10. Und als letztes Kommentar schreibt noch die Simo, ein richtig tolles Video. Vielleicht könnte man bei Isabella machen, dass sie erstmal Teilzeitjobs macht und dann beim Umgang mit den Delfinen und anderen Tieren merkt, dass sie gerne etwas mit Tieren machen möchte. Da könnte sie dann quasi Tierärztin studieren. Dann halt ein anderes Studienfach. Aber wir könnten so tun, als wäre es Tierärztin und kauft sich dann mit dem Geld von den Teilzeitjobs eine eigene Klinik. Ich bin gespannt, was wir alles heute schon umsetzen können. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video. Let's go! So, nun sind wir zurück bei unseren 3 Freunden und das erste Bild, was wir sehen, ist unsere liebe Isabella. Was für ein Rausch! Der Adrenalinschub verleiht Isabella ein fantastisches Gefühl. Sind ihre pulsierenden Muskeln ein Zeichen dafür, dass sie Fitness mag? Und ich würde sagen, ja, Isabella mag Fitness. Doch, doch. So, und beim letzten Part war es so, dass wir die Delfine getroffen haben mit Katharina und Isabella. Und jetzt mit unserer Arbeit anfangen können. Und zwar können wir jetzt zur Höhle auf Mua Pelam fahren und sie erkunden und Müll auf Mua Pelam einsammeln. Und genau das werden wir jetzt tun. Das ist unsere erste Aufgabe heute, damit wir auch unsere Aufgabe für den Job erfüllen und dort auch weiterkommen. Denn unser Job ist ja sozusagen unser Studium. Jay ist noch arbeiten. Er ist ja, wie gesagt, Angler und Goldfischjäger. Und Isabella ist noch arbeitslos, beziehungsweise wir haben ja jetzt ein paar ganz tolle Ideen gehört. Ja, vielleicht können wir einfach mal gucken, was für einen Job sie annehmen kann. Bevor wir... Oh, wir können gar nicht... Ah, wir können hier gar nichts annehmen, weil wir ja abseits des Netzes sind. Oh no! Das bedeutet, wir müssen mit Isabella noch irgendwo hingehen. Das wird es mit den Gelegenheitsjobs ganz schön schwierig machen. Denn wir müssten dann immer zum Nachbargrundstück, um dort einen Job anzunehmen. Ganz toll. Und wir haben immer noch 0 Simoleons. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt und erledigen unsere tägliche Aufgabe mit unserer lieben Katharina. So, jetzt sind wir so angekommen. Vielleicht ist es... Wir könnten einfach einen Strand sammeln. Nach Muscheln suchen. Yeah. Muschelis. Vielleicht sollten wir uns aber was anziehen, oder? Bevor wir in die Höhle gehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, dann ziehen wir uns am besten vielleicht etwas anderes an. Ja, auf jeden Fall das richtige Outfit, um in eine Höhle zu gehen. Süß ist sie allemal, ja? Die cute Mausi. Erforschen. Foto machen. Go, go, Katharina. Oh, ach so, sie geht jetzt in die Höhle erforschen. Ups. Ja, dann bin ich ja echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Was steht jetzt hier? Erforschen. Dann warten wir mal, was passiert. Jay hat heute 132 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er tolle Arbeit geleistet. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall hat wenigstens Jay ein bisschen was mit nach Hause gebracht und wir sind nicht mehr ganz pleite. Katharina hat in jedem Winkel nachgesehen, konnte aber bei der Strandhöhlenstudie nichts finden. Ja, die Schokolade. Das zählt gar nicht. Höhle erkunden. Erkunden. Ah.
Fledermauskolonie. Über dem Kopf von Katharina schlief eine Fledermauskolonie, eng aneinander gedrängt. Katharina versuchte vorsichtig zu sein, um sich nicht zu wecken. Zwängte sich an Kolonie vorbei, rutschte auf dem nassen Boden der Höhle aus und kickte dabei einen Stein gegen eine nahegelegene Wand. Der widerhallende Aufprall weckte die schlafenden Kreaturen und schon bald flatterten überall in der Höhle Fledermäuse herum. Katharina floh mit den Fledermäusen im Schlepptau aus der Höhle und verfluchte ihr Missgeschick. Aber wo ist sie? Sie ist doch noch in der Höhle. Hier hingehen. Hä? Ist ja gruselig. Da müssen wir auf jeden Fall noch Müll sammeln. Das machen wir jetzt einfach mal. Müll suchen. Oh. Who are you? Wieso läuft er so komisch? Dr. Delfino. Katharina hat etwas gefunden. Das Herz von Zulani. Zweimal? Oh mein Gott. Wir sind so lucky. Fledermausbisse, weil Strandhöhle erkundet hat. Entschuldigung, stopp. Es war wohl keine so gute Idee, eine Fledermauskolonie zu stören. Oh nein, jetzt ist sie traurig. Traurig sein macht mich noch trauriger. Beziehungsweise ich werde mich nur auf die guten Erinnerungen konzentrieren. Oh, und immer noch unsicher. Und sie ist hungrig. Und sie hat immer noch ihren kleinen Ausbruch. Oh no. Hat sie jetzt einen verdorbenen Grillkäse gefunden? Ja, ganz toll. Aber wir können auf jeden Fall schon mal eine Kette verkaufen. Oh, okay. Ach, das ist unsere Mutter. Mhm, und die tapselt einfach an uns vorbei. Na ja, ne dann. Wenn sie nicht mit uns reden möchte, soll sie halt einfach an uns vorbeilaufen. Gar kein Problem. Was wünscht sie sich? Ein Hund kennenlernen? Ein Instrument spielen? Ja, Tibbock. Haben wir denn jetzt schon abgeschlossen? Ah, wir sind sogar schon fertig. Haben wir Geld dafür? Haben wir Geld dafür bekommen? Ich weiß es nicht. Eine Voodoo-Puppe. Alles klar. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das ganz so toll finde, dass sie jetzt eine Voodoo-Puppe findet. Ananaspflanze. Foto machen. Wir können ja die ganzen Sachen erforschen. Wie cool ist das denn? Jetzt können wir sie ernten? Nee, schade. Schade, schade. Hätte ja funktionieren können. Oh, das können wir aufräumen. Können wir sonst noch hier irgendwas Tolles machen? Wasser sammeln. Probe nehmen. Foto machen. Frösche anlocken. Wir haben auf jeden Fall sehr viel zu tun hier. Schubidubappa. Macht sie? Oh, das geht also. Erforschen. Und was wünscht sie sich noch? Jemanden anrufen wegen Traurigkeit. Der Delfin ist jetzt doch in unserer Freundesleiste. Delfin ist von Natur aus neugierig auf zweibeinige Kreaturen. Oh nein, auf Pipi muss jetzt auch noch. Oh. Schaffen wir es noch? Ich hab ein schlechtes Gefühl. Ich sag's euch. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube ja, sie macht sich jetzt gleich in die Hose, wenn wir nichts machen. Wasser gesammelt. Ja. Yeah! Foto gemacht. Okay, 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 okay. Das haben wir alles geschafft. Frische Fang. Bei Gott, es ist so fies, dass ich sie nicht aufs Klo lasse. Schnell, schnell, Toilette benutzen. Schauen wir mal, ob sie es noch schafft. Oder ob es in die Hose geht. Viel in der Hose kann sie ja hier nicht gehen bei dem Outfit. Und? Wir haben es geschafft. Was ist hier los? Hungrig? Aua, gefährlicher Müll. Katharina hat mit dem scharfen Kanten ein bisschen vorsichtiger sein sollen und bezahlt jetzt dafür. Niemand hat behauptet, dass es einfach werden würde, der Umwelt zu helfen. Oh no, arme Mausi. Oh nein, die Verbindung wird unterbrochen. Was? Weil abseits des Netzes telefoniert hat, als Katharina Bereitschaft hatte, fühlte sie sich wie in einer Falle. Ständig der Druck, die ganze Zeit über telefonisch erreichbar zu sein, keinen Empfang zu haben, kann zunächst irritierend sein, aber es ist auf jeden Fall befreiend. Ah, sie fühlt sich wohl wegen dem Abseits des Netzes. Das ist ja toll. Foto machen. Aber wir sind ja schon recht gut. Wir sind doch recht gut dabei. Das bedeutet... Oh, wer stampft denn da? Die Agnes, die ist auch überall, ne? Also die ist halt tatsächlich überall. Dann würde ich sagen, wir räumen jetzt hier noch auf. Können wir jetzt vielleicht sammeln? Nö. Können immer noch nicht ernten. Oh. Verbindung ist aber auch echt nicht gut, ne? Was macht sie die ganze Zeit? Oh mein Gott. Hm, wie interessant. Katharina konnte sehr wertvolle Forschungsdaten bei der Taro-Wurzelstudie sammeln. Ah.
Lixana Zarska. Nachdem die arme Maus so müde ist, gehen wir als erstes nach Hause und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Unser Papa ist da. Hallo. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht nicht hereinbitten, weil bei uns ist es schrecklich. Wir fragen mal nach seiner Gesundheit. Nein, oh Gott, ich glaube, es ist nicht nett gemeint. Ich glaube, das ist von dem Mod. Aber es ist doch freundlich, oder? Ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst. Wir umarmen ihn mal ganz nett. Und dann sagen wir, schön, dass du da warst. Aber bitte geh jetzt. Tschüss. Was haben die denn? Oh no, sie gehen beide ins Bett und heulen sich aus. Die armen Mäuse. Naja, gut, dann geht Katharina auf jeden Fall auch mal ins Bett und schläft. Was können die anderen beiden? Denen geht's eigentlich richtig gut. Jay geht's vor allem richtig gut. Dann können wir einfach mal gucken. Nach unserer Falle. No, warum ist die nicht mehr präpariert? Wir haben sie doch präpariert letztes Mal. Ja, auf jeden Fall präparieren wir jetzt hier mal die Falle. Das ist eine sehr gute Idee. Was? Falle überprüfen? Wenn da was drin ist, dann kommt auf jeden Fall so außenrum. Ist einsatzbereit, aber noch keine Fischis. Okay, alles klar. Isabella muss auf jeden Fall Pipi. Aber sie... Ja doch, geh doch. Geh doch, Pipi. Gehen Sie doch mal bitte Pipi, Girl. Ach, sie kann nicht. Ah, okay. Wir müssen auf jeden Fall den Müll ein bisschen wegräumen, damit wir überhaupt hier auf die Toilette gehen können. Ich würde ihn jetzt noch nicht verkaufen, weil wir haben ja gesagt, wir machen das, wie die liebe Johanna vorgeschlagen hat, dass wir sagen, immer wenn wir eine Fähigkeit aufgelevelt haben, dann dürfen wir ein bisschen was wegräumen. Vielleicht nicht immer nur bei Level 10 und bei Level 5, sonst sind wir ewig beschäftigt. Aber hier das Bad zumindest bei Level 5, damit wir eine Herausforderung haben. So, liebe Isabella, kannst du jetzt deinen Poppes auf die Toilette setzen? Ja? Ja. Perfecto. So, was ist das? Trinken? Sprudelndes Getränk benennen? Wasser mit einem Hauch? Hä? Hä? Was ist das? Ich... Sehr lustig, ich habe die Kartons hingestellt, damit wir ein bisschen Müll in der Butze haben. Aber anscheinend sind das schon fertige Getränke von dem Aufsprudler, den sie jetzt trinken können. Das ist ja total lustig. Was möchtest du? Fisch wegen Bestreben angeln. Können wir jetzt mit ihm hier irgendwo angeln gehen? Ja. Yeah. Wasser sammeln? Wasser untersuchen? Angeln gehen. Machen Sie das mal. Ja, ja, machen Sie das mal, Herr Jay. Was ist das denn? Was ist denn das? Hä? Was ist das? Hä? Können wir da irgendwas machen? Sind das... Mit Geist kommunizieren? Geht sie da hin? Oh, hallo, oh. Sagt sie zu dem Kind. I don't know. Ambio. Was zur Hölle? Inselpracht wegen Kommunikation mit Inselgeistern. Geistige Nahrung ist Nahrung für die Seele und auch für den Körper. Hä? Es kommt auf jeden Fall von unserem Grundstücksmerkmal, aber was? Hä? Dinge, die ich einfach noch nie hatte. Ich bin verwirrt. Ich bin einfach verwirrt. Jane, was machst du? Wasser untersuchen. Okay. Ich hab mal Schmetterlinge. Jetzt sind sie weg. Nein, da. Können wir sie sammeln? Nein. Tja, das Wasser untersucht und keine neuen Fischarten entdeckt. Aber Folgendes gefunden. Einen Barsch. Oh, was ist das denn? Eine Mupfo. Im Inventar platzieren. Los, Isabella. Go, go. Katharina schläft, Jöni. Oh Gott, es dauert so lang. Dauert so lang. Oh Gott. Dieses Haus. Oh mein Gott. Vor allem, wir können nicht mal duschen oder also beziehungsweise baden, bis wir den Müll weggeräumt haben. Um Gottes Willen. Oh, sie leuchtet. Warum leuchtet sie? Standgut. Wir suchen mal nach Müll. Vielleicht passiert dann was. Aha. Grillkäse-Sandwich. Hä? Was ist das mit den Geistern? Da ist ja nicht mal was.
Lass uns durchdrücken. Der Simak ist nicht in negativen Emotionen zu verweilen. Oh, wie schön. Eine Kava-Schüssel. Das sind hier alles so Kinde. Kleines Muschelhorn. Ja. Yeah. Wir haben ja schon eins, das heißt, wir können das verkaufen. Oh, Corby. Was ist jetzt? Von einer Möwe besudelt. Die Möwe hat ihr Ziel getroffen. Na, ganz toll. Was ich euch auf jeden Fall noch fragen wollte, ist, wie viel Müll dürfen wir ab welcher Fähigkeitsstufe rausräumen? Denn das ganze Haus ist voll Müll und wir werden bis zum Himmel stinken, wenn wir pro Level 5 der Fähigkeit erst den Müll rausräumen dürfen oder Level 10. Also falls ihr da noch einen Feinschliff an Ideen habt, gerne in die Kommentare. So, Wäsche machen. Oh mein Gott, haben wir hier... Wieso Wäsche machen? Ach Gott, bin ich echt... Manchmal bin ich verwirrt. Die habe ich doch platziert. Isabella geht es auf jeden Fall sehr gut. Aber Chase, so traurig. So, wir haben den nächsten Morgen. Chase aufgewacht. Er ist schon wieder zu spät. Er ist viel zu spät, er ist nicht wach geworden und muss zur Arbeit. Er ist eine Stunde und es ist schon wieder alles voll Geister. Ich habe ein bisschen Angst. No, wir werden von Fledermäusen angegriffen. Wir arbeiten heute wieder von zu Hause aus. Oh Gott, die arme Maus. Kann ja jetzt schon wieder nicht schlimmer kommen, oder? Beförderte Feldarbeiterassistentin. Katharina wurde befördert und ist jetzt Feldarbeiterassistentin. Sie verdient jetzt 4 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 18 Simoleons ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten: von Naturschutz Schwärmen. Ihr nächste Schicht beginnt um 8 am Dienstag. Feldarbeiterassistentin. Yippie! Wo sind jetzt? Haben wir noch die Geister hier? Ja. Ich möchte mit den Geistern kommunizieren. Können wir mit dem nicht kommunizieren? Doch, mit dem. Mit Geist kommunizieren. Ich hab ein bisschen Angst. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oder? 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 Inselenergie. Wegen Kommunikation mit Inselgeist. Durch geistige Kraft beflügelt. Gibt es keine Ruhe für die Rechtschaffenden? Okay. So, nachdem Isabella das Cover nicht zubereitet hat, machen wir das jetzt, damit wir ein bisschen was essen können. Hunger, oh mein Gott. Hygiene, oh mein Gott. Das sieht hier so aus. Help! Help! Ja, ja, hier stinkt's. Oh nein, das ist ein Getränk. Cover ist ein Getränk. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Ich dachte, Cover ist was zu essen. Benar Pelka. Und dafür haben wir 18 Simoleons. Chris Larkin. Verbane, Vobi Ibsa Bibdo, Quest, Merkel Zero, haben wir noch die Geisterenergie? Sensibi Kinnegu. Die geht gar nicht weg. Swarspa, Githara. Vira, Eric, Rolas, Sababa. Jetzt verstehe ich. Und was ist bei ihr? Was geht bei ihr nicht runter? Corbiff, Dabiwu, Plonite Skuma. Die Energie, kann es sein? Wie cool ist das denn? Jay, was ist mit Ihnen los? Wir können nach unserer Falle gucken, Falle überprüfen. Keine Fischis, schon wieder nicht, oh Mann, oh. Und... Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal nicht hin. Und wenn wir zu sowas hinfahren wollen... Wie viele Simoleons wollen wir abziehen? Weil ich finde es schon sehr, sehr unrealistisch, dass wir einfach von unserer kleinen Insel in die Stadt fliegen können und es uns einfach nichts kostet. Meine Augen stehen weit auseinander. Katharina hat einen Zusammenbruch. Was zur Hölle ist denn hier los? Ich bin ein Idiot. Sie lachen wahrscheinlich über mich. Ich kann aber verstehen, warum sie das tun. Katharina, was ist denn mit dir los? Was ist hier? Lass uns zu Gikon. Nee. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Und beim Bau der Rakete mithelfen. Ich habe gehört, sie soll einfach unglaublich sein. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Wir können, peinlich berührt wegen Verletzung der Privatsphäre, du hast etwas gesehen, was du niemals sehen solltest. Oh mein Gott, das ist alles so kompliziert. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder. Wohin müssen wir denn jetzt? Über Naturschutz. Nutze ein PC. Nein.
Wir haben kein PC. Wie viel kostet dein Laptop? Vor allem müssen wir deinen Laptop immer mitnehmen, weil wir ja selbst abseits des Netzes wohnen. Hier. 1000. Naja, toll. Okay. Können wir nicht am Handy recherchieren? No. Nee, leider nicht. Leider nicht. Das bedeutet, Wildnis erforschen. Das bedeutet, wir fahren jetzt einfach nach Mor Pelham wieder. Und gucken mal, was wir da so erforschen können, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und nehmen dann gleich Isabella mit, damit sie einen Gelegenheitsjob annehmen kann. So, wir sind angekommen. Oh mein Gott, ich liebe die Outfits von Katharina. Ich finde, sie sieht so süß aus. Sie ist so eine Süße, guckt mal. So eine süße Mausi. I love her. Okay. Isabella, was machen Sie? Wartet in der Schlange. Wir wollten die Wildnis erforschen. Genau das werden wir jetzt tun. What can we erforsch? Hier. Erforschen. Wir können einfach immer noch keine Ananas sammeln. No. Was können wir hier? Können wir das sammeln? Nö. Hello there. Gelegenheitsjob in der Zeit. Ach, sie möchte gerne auf Toilette gehen. Doch nicht. Mit jemandem streiten? Dann geh mal. Wo ist denn der? Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wir wollen nicht plaudern, wir möchten zu dem anderen Bub. Da ist er. Oh mein Gott! Ein Umweltverschmutzer. No, das müsste eigentlich Katharina machen. Dieser Sim ist übrigens aus der Community von den Desert Bunnies. Und zwar haben wir diesen Sim mal in einem Livestream erstellt, beziehungsweise die Community hat ihn mir zur Verfügung gestellt und wir haben ihn dann umgestaltet. Wenn du auf jeden Fall gerne mal bei einer Umgestaltung dabei sein möchtest, dann folg mir gerne auf Twitch. Ich mag keine Frösche, sagt er. Sie sagt so, beruhig dich mal, Frösche sind toll, hör auf, die Frösche zu treten. Und im Hintergrund, die leuchten dim. Inselgeister. Kannst du es nicht verstehen? Hör auf, die Frösche zu treten. Das ist die Natur. Du darfst ihnen nicht wehtun. Das ist nicht okay von dir. Wie er guckt einfach nur. Mir egal, was du sagst. Sind die böse? Oder was Bedoni a sind die? brow. Oh mein Gott. Oh. Ah, Blingo. er mag keine Susu. Delfine. Jetzt reicht's, ja? Jetzt streite ich mit dem. Ich beleidige ihn jetzt. Wogra, Wimper, Du hast eine Kill. hässliche Hose an, okay? Wavu, Ruscan Lampima, Muchi Pichi, Merkel Was war's jetzt? Ah ja, okay. Können wir jetzt bitte, er soll bitte gehen. Oh mein Gott. Nieb, nieb, Oh mein Gott, nieb. wir haben noch gar nichts geschafft. No, ich dachte, wir haben schon was geschafft. Erforschen. Komm, wir haben jetzt keine Lust mehr, uns mit dir zu unterhalten. Du bist ein Gubbel. Ein richtiger Gubbel ist er. Frech. Nee, nee, so nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier erforschen, weil sonst schaffen wir unseren Beruf nicht. Und bis 16 Uhr müssen wir fertig sein. Oh no. Vielleicht können wir noch zu der Höhle hier. Vielleicht zählt das ja dann. Oh mein Gott, es sieht schlecht für uns aus. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Können wir hier was erkunden? Nö, wir können so. Ich hoffe, niemand hat mich gesehen, wie ich mich angepinkelt habe. Warum hat sie sich denn jetzt angepinkelt? Was zur Hölle geht hier? Aha. Sie duscht sich jetzt einfach im Wasserfall. Okay. Auf jeden Fall ist sie jetzt sauber. Haben wir ein bisschen was? Ja. Ein bisschen was haben wir geschafft. Und in der Zeit, wo sie darüber watschelt, nehmen wir unseren Gelegenheitsjob an. Hier! Gelegenheitsjob finden! Gelegenheitsjobs. Du möchtest ein paar Simoleons nebenbei verdienen. Du möchtest dir deine Zeit selbst einteilen. Gelegenheitsjobs bieten dir die Möglichkeit, deinen eigenen Zeitplan zu wählen und einheimische Sims kennenzulernen. Registriere dich noch heute für einen Gelegenheitsjob. Oh mein Gott, er hat aber halt sehr viel zu tun, ne? Die Insel Solani sucht Leute, die gegen Bezahlung verschiedene Strände den Müll einsammeln. Große Bestellung bei Babs Waffeln aufgegeben, aber ich bin viel zu schwach, um sie abzuholen. Ich brauche jemanden, der meine Bestellung sofort abholt.
Sonst verhungere ich. Fitnessfähigkeit 3. Suche Gamer. Hilfe mit Anschluss von Fernseher. Ich würde sagen, wir geben ihm was zu essen, weil er sonst verhungert, oder? Bestimmt. Ja, ja. Beginnt um 17 Uhr. Okay. Mein Gott, ich glaube, wir bekommen heute gar kein Geld. No, wir brauchen unseren Laptop, sonst kommen wir gar nicht weiter. Hm, interessant. Okay, okay, hat nicht funktioniert. Doch, hat funktioniert. Es ist einfach schlimm. Bekommen wir jetzt irgendwas eigentlich? Ich glaube nämlich nicht. Wir erforschen, 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 erforschen. Erfolg! Isabella holt die Bestellung und ein paar Pakete Ketchup ab. Es war nicht annähernd genug für Luario, aber weil Isabella den Auftrag erfüllt hatte, wurde sie bezahlt und Luario gab ihr eine nette Gelegenheitsjob-Bewertung. Ergebnis 36 Simoleons. Hm, wie interessant. Katharina konnte sehr wertvolle Forschungsdaten. Ja! Wir haben ein bisschen was gekriegt, aber wir können ja nicht recherchieren. Oh mein Gott. Und sie hat einfach Hunger. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß, weil Spaß niedrig ist. Es ist spät. Ich sollte schlafen. Katharina hält sich gerne an eine Routine. Es ist kein Wochenende, also sollte Katharina gerade nicht wach sein. Mädel, es ist 19 Uhr. Da müssen wir nicht ins Bett. Hier ist alles dreckig. Wasser sammeln? Vielleicht so nicht. Probe aus dem Meer nehmen. Okay, okay, okay. Und sie hat immer noch diese Inselgeister-Sache. Oh mein Gott, sie verhungert uns. Was können wir denn essen? Wir haben gar nichts zum Essen. So, wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen nach Hause und versuchen, irgendwas zum Schnabulieren zu finden. So kann es nicht weitergehen. Ist jetzt die blöde Falle wenigstens ready? Können wir jetzt hier... Wenn man das Grundstück verlässt, ist die Falle wieder weg. Das ist ja frech. Haben wir irgendwas hier zum Schnabulieren? Ja. Ein altes Grillkäse-Sandwich. Aber müssen wir, weil sonst verhungern wir einfach. Wir verhungern sonst. Was ist das denn alles? Die Forschungsdaten. Zu Forschungszentrum schicken. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Nationalen Naturkanal verkaufen. Oh mein Gott, wir sind so doof. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? No. Manu, ich würde voll gerne mit ihr die Froschsammlung abschließen, weil sie ja im Prinzip eine Meeresbiologin wird und ich würde echt gerne die Frösche behalten. Und die behalten wir hier, die Kette. Und das können wir auch noch trinken. Wir können die Probe analysieren. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh nein, etwas ist schrecklich schief gelaufen. Was immer Katharina da reingetan hat, hat die Probe zerstört, bevor Daten gesammelt werden konnten. Gibt's da eine Animation? Fluhane, Wabrani Panduma Ganera. Seneca. Gorabani Shorg. Isabella geht's auch schon wieder supi. Können wir es eigentlich irgendwie aufräumen hier? Mal aufräumen. Vielleicht. Ach ja, okay, gut. Jay räumt schön auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Bett. Hey, Silber. Oh Gott. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen habt, wie wir weitermachen können, zwecks den Fähigkeiten, also eine genauere Idee, ob wir jetzt wirklich bis Stufe 5 warten sollen oder ob wir sagen, okay, bei jeder Stufe darf ein Teil Müll weg, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich auch über einen Daumen hoch sehr freuen und wenn du abonnieren würdest. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!